Wir bewegen uns nun in andere Gefilde. Wir sind auf einer Sonderausstellung und vielleicht fällt jemandem schon spontan ein, wenn er dieses Ding sieht, wo wir uns befinden könnten. Es ist ein, ja, ich weiß nicht, was es ist, weil ich das Zeichen nicht lesen kann und es steht nicht in meinem Wörterbuch. Und die Dame, die hier aufpasste, weiß auch nicht, wie man es lesen könnte. Sie hat vorgeschlagen, es Zhang zu lesen, sein Yu-Zhang. Also eine Zeremonialzepter aus Jade. Jade habe ich euch noch gar nicht vorgestellt, deswegen mache ich das jetzt mal kurz. Das ist ein Gestein und es kann nicht irgendwie gezielt abgebaut werden, sondern das kommt mal hier, mal da vor. Und es ist sehr hart und sehr schwer zu bearbeiten, aber auch sehr zerbrechlich. Das heißt also, alle Gegenstände, die aus Jade gearbeitet sind, sind eigentlich nur repräsentativ, haben aber keine konkrete Verwendung als Werkzeug oder ähnliches. Das heißt also, dieses Zeremonialzepter wurde wirklich nur für irgendwelche Zeremonien oder Vorführungen oder als Opfergabe gebraucht. Ich nehme die Spannung mal weg. Wir haben hier eine Sonderausstellung zu dem Fund in Samsindui und in Jinsha. Also die alten Königreiche Ba und Shu, die ungefähr gleichzeitig mit der Shang-Dynastie existierten. Oder zeitgleich mit der Shang-Zeit ungefähr. Und man hat da ja ganz tolle Sachen ausgegraben, Dinge, die gänzlich, sagen wir mal, unchinesisch sind, die man so in der Form in diesem Teil der Erde überhaupt nicht erwartet hätte. Und wir haben riesiges Glück, also die Sonderausstellung ist relativ umfangreich und es sind sogar wirklich ein paar von diesen besonderen und wirklich in diesem Gebiet vollkommen unerwarteten Stücke auch zu sehen. Ich wollte jetzt erstmal hier mit diesem Jade-Stück anfangen. Es hat, wie gesagt, ein Zeremonialzepter. Im unteren Teil hat man es wohl an einem Holzschaft befestigt. Da ist ja auch ein Loch für eine Bindung. Und man sieht auch im mittleren Teil grob diese Zähne, die nach außen rauszeigen. Wahrscheinlich hat man es dort auch nochmal festgebunden. Und besonders ist, dass dieses Zeremonialzepter oben zwei Spitzen hat. Das ist also nicht irgendwie abgebrochen. Natürlich die äußeren Spitzen oben sind abgebrochen, aber es war insgesamt zweispitzig. Und man hat auch Bronzen dort gefunden von Kriegern, die auch zweispitzige Schwerter zum Beispiel tragen. Und das ist ein ganz besonderes Charakteristikum, das man sonst nirgendwo in China gefunden hat. Es gibt zwar auch solche Zeremonialzepter, wir haben auch im Berliner Museum eins oder zwei, also mindestens eins. Das hat aber ganz regulär eine Spitze. Aber wie gesagt, hier für diese Kultur im Südwesten Chinas, in Sichuan befinden wir uns. Also wir uns jetzt nicht, aber was die Ausstellungsgegenstände angeht, da gibt es halt auch diese zweispitzigen Zepter. Ebenfalls aus Jade und dieses Mal aus Jinsha sind diese beiden Yu-Zung, also jadene Zungenröhrchen. Die sehen hier ein bisschen würfelförmig aus. Es ist so, dass man sieht ja oben diesen Kreis oder diesen Ring, der abgesetzt ist. Das sind also wirklich Rohre. Da kann man von oben bis unten durchgucken. Und die gibt es immer in verschiedenen Ausführungen. Also diese hier sind wirklich sehr groß und wuchtig. Es gibt aber auch sehr feine und länglich gearbeitete Röhrchen. Deswegen werden die auch meistens als Zungenröhrchen bezeichnet. Man weiß nicht genau, wofür die gut sind. Es gibt dazu auch noch diese Scheiben, die nennen sich Bi. Und man geht davon aus, dass diese Bi-Scheiben, ich habe ehrlich gesagt vergessen, was ist. Eins davon steht für Himmel und eins steht für Erde. Beziehungsweise man geht davon aus, dass das eine für den Himmel und das andere für die Erde steht. Ich schreibe das in den Untertext, in den Zusatztext nochmal rein, was wofür steht. Auf jeden Fall diese Zung und die Bi gehören zusammen. Die Zung sind die Röhrchen und diese Bi sind die Scheiben. Die sind nicht speziell
für die Kulturen von Ba und Shu, sondern kommen eigentlich in ganz China vor.